2:1 für Bayer Leverkusen gegen Blackburn Rovers. Dauerregen hier, tiefer Boden, Kämpferwetter, man kann auch sagen englisches Wetter. Aber das 1:0 machte Bayer Leverkusen in der 18. Minute. Einstudiert sah das aus, auf jeden Fall. Freistoß Schneider und da ist Jan-Ingvar Kaltzenbracker. Der junge Mann, 22 Jahre, gucken sich das nochmal an. Der Anlauf, ein Tor mit Anlauf, die 29 startet durch und das 1:0. Und dann zwei Kapitel aus der Abteilung, der Ball fliegt nie geradeaus. Freistoß Bentley und dann dachten wir alle, es wäre Carsten Ramelow gewesen, der den Ball abfälscht. Aber Sie werden es gleich sehen. Aha, da sehen wir die Szene nochmal. Es war Stefan Kießling. Wir lesen das gleich nochmal auf und dann sehen wir hier schon das 2:1. Teil 2 Kapitel, der Ball fliegt nie geradeaus. Carsten Ramelow mit dem Schuss und wieder ist der Ball abgefälscht. Also, das kann noch spannend werden hier in der zweiten Halbzeit. Ich habe Ihnen schon gesagt, beide Europapokalspiele mit deutscher Beteiligung heute. Müssen wir uns nicht unterhalten, oder? Bernd Schneider? Ja, Bernstor war natürlich Extraklasse. Wir haben das 3:1. Den Gegner da super unter Druck gesetzt, den Ball zurückgekämpft und Gonzo hat ein gutes Auge bewiesen. Ja, und der Bernd kann halt auch verdammt gut Fußball spielen, das sieht man da. Ja, und gerade ein Ex-Stürmer wie ihn muss das wirklich, da muss doch das Herz aufgehen bei dem Tor. Ja, absolut. Also wie gesagt, der Ballgewinn war toll, so 25, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor, Pass nach außen, vorne ein gutes Freilaufspiel, einer auf dem langen Pfosten, einer auf dem kurzen Pfosten und dann kann man solche Tore machen. Aber wird langsam Torjäger, ne, auf seine alten Tage, der Bernd Schneider? Er hat ja mittlerweile genug Erfahrung und also er spielt richtig gut Fußball bei uns im Moment und wenn er genauso anpackt, wie er das im Moment macht und die Mannschaft führt, dann ist er natürlich ein eminent wichtiger Spieler für uns und auch nach wie vor für die Nationalmannschaft. Rudi Völler zu diesem leidenschaftlichen Spiel. Ja, Rudi Völler, Sie haben sich auch gerade noch mal das wunderschöne. Oder wird es doch David Bentley richten? Die beiden besprechen sich hier links. Peter wird vorlegen. Bentley schießt. Und das ist es. Der eingewechselte Shabani Nonda bringt die Blackburn Rovers 4 Minuten vor Schluss zurück ins Spiel. Der Schuss war eigentlich schon geklärt. Hoch abwärts und hier muss einer ran. Agui verliert das Duell und Ramelow kommt gegen Nonda zu spät. Das Ganze passiert 5 Meter von Jörg Butt entfernt. Und man kann sich halt auch fragen, hätte der Torwart bei dieser Szene, wo der Ball so lange in der Luft oben war, nicht besser rausgemusst?